Ich weiß noch, 2008, ich war gerade in Rom, es war heiß und ich glaube, jeder von Ihnen weiß noch, wo er war, als dieses Ereignis passiert ist. Es war in einem kleinen Hotel, der Fernseher lief und ich interessiere mich normalerweise gar nicht wirklich für Sport. Aber da passierte etwas im Fernsehen. Ich habe Gänsehaut gehabt, ich habe hinterher geheult. Jetzt, wenn ich rede, kommt das wieder. Weil was da an Emotionen passiert ist, wie gesagt, ich erinnere mich heute noch dran und es ist 13 Jahre später. Matthias Steiner, Schwergewichtler, 2008, Olympische Spiele. Was sich da abgespielt hat, das konnte man mit Worten kaum begreifen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass er Diabetes Typ 1 hat, weil ich hätte niemals für möglich gehalten, dass man so eine Höchstleistung mit Diabetes Typ 1 bringen kann. Er hat die Goldmedaille gewonnen und wir freuen uns total, dass er heute hier ist und uns erzählen wird, wie man als Familienvater, als Unternehmer und ehemals Leistungssportler mit Diabetes Typ 1 sein Leben so managen kann, dass so etwas möglich ist. Und täglich pumpe ich Insulin. Matthias Steiner, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Da habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, das weiß jeder. Es ist ja schlimm. Ich habe das schon oft gehört, dass ich interessiere mich eigentlich nicht für Sport. Wir sollten das alle tun. Wir müssen natürlich nicht immer nur zuschauen, aber wir sollten es vor allem machen. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Ich hoffe, Sie können noch. Wir sind da, glaube ich, gut in der Zeit. Jeder hat sich an die Zeit gehalten. Ich versuche es auch. Deswegen rede ich nicht frei, weil dann wird es definitiv länger. Und ich wusste auch nicht, was meine Vorredner vorhaben, aber ich wusste, dass es doch zeitgeschichtlich wird, auch dass es ums Thema Insulin natürlich medizinisch geht. Da fehlt mir dann doch die letzte Expertise und deswegen eine kleine Erzählform aus dem Alltag eines Typ 1ers, natürlich auch stark eingekürzt, denn ich bin doch schon etwas länger Diabetiker. 100 Jahre Insulin. Ein Fünftel von dieser durchaus lebensrettenden Zeit durfte ich bereits profitieren, also 20 Jahre. Und dieses Fünftel war natürlich ein bequemes. Schließlich konnte ich von Anfang an eine intensivierte Pen-Therapie machen. Wir haben ja den Verlauf schon gesehen, was alles möglich war in den letzten Jahren. Ja, sogar die modernen Insulinpumpen gab es auch schon Anfang 2000. Und diese wurde mir damals, als ich 18 war, eigentlich förmlich aufgedrängt von einem Typ 1er, einen Mit-30er, der hochmotiviert war, der schon tolle Erfahrungen gemacht hat, von einem mit Erfahrung. Überhaupt ist Erfahrung wichtig bei uns. Wir sollen immer wissen, wie alles funktioniert, mit dem Spritzen, mit dem Messen, mit dem Bewegen und mit dem Essen. Wissen ist der Schlüssel bei uns. Dabei können wir in vielen Situationen doch nur schätzen und vermuten, was auf uns zukommen wird. Natürlich wird alles besser. Die Messsysteme, die Pumpen, das Insulin, das Essen, wobei das Essen wird nicht besser, es wird einfach mehr. Das Essen hat eigentlich für den Gesunden noch nicht mal, oder das viele Essen hat für den Gesunden noch nicht mal den großen Wert. Wie soll das moderne Essen für uns Diabetiker dann eigentlich optimal sein? Natürlich bügelt das Insulin einiges glatt, aber es ist eben doch nur ein Lebensretter und kein Wundermittel. Nach dem Motto, viel hilft viel, richten sich viele und viele richten sich damit hin. Überspitzt gesagt. Dabei macht die Dosis das Gift. Wenn das Leben so einfach wäre, 1 und 1 ist 2, 2 und 2 ist 4, aber so geht es beim Spritzen eben nicht. Und das habe ich schmerzlich, selbstschmerzlich gelernt. Heute stehe ich natürlich freudestrahlend vor Ihnen und ich zelebriere 100 Jahre Insulin und freue mich. Aber vor 20 Jahren stehe ich höchst demotiviert vor dem Spiegel und versuche mich zum ersten Mal zu stechen. Wohl wissend, dass das Zeug hilft. Immerhin, es hilft wirklich. Zucker messen sieht da schon wieder ein bisschen anders aus. Das sticht auch und frustriert manchmal, weil der Wert nicht passt. Wieder eine halbe Stunde heiles Seelenleben. Futsch. Ich glaube, da spreche ich aus der Seele vieler Diabetiker. Aber dann beginnt ja das Insulin zu wirken und wir fühlen uns besser. Vielleicht also doch ein Wundermittel. Zum Glück gibt es statt dem Zuckermessen heute schon tolle, verlässliche, kontinuierliche Glukosemesssysteme. Ich meine, Anfang 2000 hatten wir schon die tollen Pumpen, aber selbst 2010 konnte ich noch nicht daran glauben, dass ich jetzt auf eine Smartwatch schaue
und meinen Zuckerwert dauerhaft drauf habe. Das sind schon tolle Entwicklungen, die wir haben. Das macht es deutlich einfacher, aber trotzdem wird uns noch nicht alles abgenommen. Professor Neu hat das, glaube ich, auch gerade ganz gut erwähnt. Kein plötzlicher Frust mehr, sondern dauerhafte Nachverfolgung. Habe ich zu viel gegessen? Habe ich mich genug bewegt? Habe ich richtig gespritzt? Ach ja, Spritzen tue ich natürlich längst nicht mehr. Nach der Überredungskunst des eingangs erwähnten, aufdringlichen, erfahrenen Typ-1-Diabetikers habe ich mich gleich 14 Jahre später für die Pumpe entschieden. Warum 14 Jahre später? Natürlich war ich bockig als Spätjugendlicher. Denn erstens, ich war natürlich Teenager, da spielen die Hormone noch eine Rolle. Man ist stur, man will eigene Wege gehen. Zweitens hat man mich nach der Schockdiagnose auf die Erwachsenenstation gelegt. Ich war ja gerade so 18 Jahre. Und es ist nicht so, dass man sich als 18-Jähriger nicht als Erwachsener fühlen will, aber die Stoffwechselstation damals war direkt neben der Pathologie. Es war wirklich so, ebenerdig gelegen. Und weil man es mit den Toten so eilig hat, war der kürzere Weg zur Pathologie durch den Park. Und schön, dass ich ein Zimmer im Erdgeschoss mit Blick auf diesen hatte. Ich habe tatsächlich jeden Tag Blechsärge vorbeifahren sehen, das einen Tag nach der Diagnose, schlechter Zusammenhang. Drittens gab es eine unheimlich attraktive rothaarige Krankenschwester. Natürlich auch gleich verliebt mit 18. Aber viertens gab es zu Untersuchungszwecken Augentropfen, womit ich lange schlecht sehen konnte. Also vor 20 Jahren war das nicht, dass es gleich wieder vorbei ist, nach ein paar Stunden, man sieht wieder gut, irgendwie habe ich lange schlecht gesehen. Somit war Punkt 3, also die Krankenschwester, auch schon wieder hinfällig und hat einfach noch mehr geschmerzt, dass ich sie nicht sehen konnte. Und fünftens, zu allem Überfluss, war die Diagnose genau einen Tag vor meinem 18. Geburtstag und ich bekam statt einer Sachertorte eine wunderschöne Diätschnitte mit viel Süßstoff drin und einer Kerze drauf. Lecker. Und ganz zum Schluss hatte ich einen schlecht rasierten, unfrisierten, nach Zigarette duftenden, überarbeitenden Arzt, der mir sagte, was ich von nun an zu tun habe. Gewichtheben war nicht dabei. Krafttraining war überhaupt zu dem Zeitpunkt noch sehr verpönt, obwohl wir heute wissen, dass es enorm wichtig ist. Sie sehen also, es war eine ziemlich hoffnungslose Diagnose und so geht es vielen Diabetikern. Aber nachdem ich in den folgenden 14 stationären Tagen zusammen mit meinen Freunden feststellen musste, dass das elektrisch verstellbare Krankenhausbett doch nur 10 Personen heben konnte und sich die Krankenschwester dann eher nicht für einen 18-jährigen Brillenträger interessierte, habe ich das Krankenhaus verlassen und war mit dem Teufelszeug Insulin auf mich selbst gestellt. Teufelszeug deswegen, weil ich schnell festgestellt habe, dass ich die Kontrolle darüber brauche. Und Kontrolle geht eben nur über Wissen. Nachdem ich doch eher holprig in meine diabetische Sportlerlaufbahn gestartet bin, stand der Kurs zur intensivierten Insulintherapie an. Wieder ein schreckliches Bild. Warum? Lauter disziplinierte Menschen mit tollen Täschchen, gut vorbereitet, genügend Alkoholtupfer und bereits ausgefülltem Tagebuch. Meines war leer. Keine Ahnung, entweder kein Bleistift gefunden oder vergessen, was ich gegessen habe. Es gibt genug Ausreden, wenn man es nicht befüllen will. Und auch 20 Jahre später, heute ist dieses Tagebuch immer noch leer. Auch das ist aber auch ein Thema, auch in der Community, immer ein groß diskutiertes. Aber Prüfung abgelegt und ich bin nun offiziell mit einer Waffe unterwegs, mit dem Insulin-Pen. Na, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber trotzdem tragen wir mit dem Insulin eine Riesenverantwortung mit uns. Das ist nicht einfach ein Blutdruckpulver, wo die Dosis vorgegeben wird und wenn man es mal vergisst, wird vielleicht mal der Kopf rot. Nein, bei uns gibt es kein Vergessen und wenn doch, dann mündet es in folgender Geschichte. Let's Dance, so eine Unterhaltungsshow auf RTL, kennen vielleicht einige. Let's Dance 2015, ein Typ 1er tanzt mit und geht manchmal sogar den gesunden Zusehern auf den hier steht Sack, aber auf den Geist, weil er ständig an seiner Pumpe rumfummelt, medienwirksam, versteht natürlich der Gesunde nicht, dass ich die Pumpe und das darin enthaltene Insulin zum Leben brauche, Nebensache. In der Nacht vorm Finale, in welchem 3 schwierige Tänze getanzt werden müssen, geht mein Insulin in der Pumpe zur Neige. Insulin ist da, aber kein Cartridge-System. Hat er vergessen, der Herr Steiner. Es war spät abends, ich habe einige Kliniken durchtelefoniert, Notfallambulanzen, ich bin doch in Köln, große Stadt, sowas gibt es doch immer. Deswegen war ich manchmal so ein bisschen lässig, mit den Sachen mitzunehmen. Ich habe schon mal alles mitgenommen, aber Insulin, das kriegt man doch immer alles überall.
Du bekommst kein Cartridge-System für eine bestimmte Pumpe, weil hat dieses Krankenhaus mit einem anderen System arbeitet, beziehungsweise Pumpenbedarf ist eigentlich nicht da. Dazu ist ein Krankenhaus erstmal nicht da. Also bin ich in Köln ziemlich verzweifelt. Ich hatte das Glück, dass es einen Redakteur gab, der Typ 1 hat, die gleiche Pumpe hatte und habe den um 23.30 Uhr geweckt. Und der hat aber tags zuvor sein letztes Cartridge-System aufgebraucht. Er gab mir aber dann einige Tipps, weil diese Erfahrung hatte ich noch nicht, was man alles machen könnte. Also ich bräuchte noch ein paar Bestandteile vom alten Cartridge-System, wenn man das nicht wegschmeißt. Teilweise hatte ich es noch, aber eben nicht alles. Lange Rede, gar keinen Sinn. Die Nacht verbrachte ich Apotheke suchend in Köln, um mir Notfallspritzen zu besorgen und die Pumpe wieder halbwegs irgendwie zu befüllen. Und für die Ärzte und Diabetiker unter uns, ich war mehrere Stunden ohne Insulin und das heißt, der Blutzucker stieg auch irgendwann wieder stark an, weil das Insulin ja gefehlt hat. Und so eine Nacht schlaucht natürlich. Und wenn man als Typ 1er glaubt, und das habe ich dann echt geglaubt, immer gut vorbereitet zu sein, da waren pünktlich zur Live-Übertragung des Finales auch noch die Batterien meines Blutzuckermessgerätes leer. Aber zum Glück gibt es beim Fernsehen genug batteriebetriebene Mikrofone. Also das Problem haben wir echt schnell gelöst. Und so fahre ich auch heute noch, oder gehe ich auch heute noch aus dem Haus. Wobei, ich trage natürlich eine CGM mittlerweile, aber ich bin lange aus dem Haus und gesagt, an den Tankstellen gibt es doch eh immer Batterien. Also man wird mit der Zeit ein bisschen schleißig, das ist unser Alltag. Der Zuseher aber sieht um 20.15 Uhr einen gut vorbereiteten Matthias Steiner als Möchtegern-Tänzer einfach schöne bravouröse Tänze hinlegen und sieht nicht, was dahinter passiert. So viel dazu. Das alles mag stressig sein, ist aber nicht unangenehm. Unangenehm bzw. ärgerlich wird es, wenn man des Öfteren am Flughafen festgehalten wird. Mit allem drum und dran. Polizei, Ausweiskontrolle, Abführung, Bombenkontrolle. Flughafen Düsseldorf schlägt da ganz gerne an und untersucht schon mal bis auf die Unterhose. Wobei Tegel hat da auch eine Geschichte zu erzählen. Erinnern Sie sich noch an die Olsen Brothers Song Contest? Fly on the wings of love. Ich glaube, ist ein Ohrwurm, ne? Kennt man, mit denen war ich in der Sendung. Wir waren danach am Flughafen in der Schlange angestellt, Sicherheitskontrolle und wir plaudern so. Die beiden Herren sind ja schon etwas betagt. Einer davon hat einen Herzschrittmacher, muss in die Kabine und ich muss in die Kabine, weil ich eine Pumpe habe und Bombenalarm ausgelöst habe. Das sind dann die lustigen Begegnungen, die man hat und da freut man sich irgendwie wieder, dass man Diabetes hat. Und eigentlich ist das alles nicht groß erwähnenswert, aber als ich beim Schreiben so drüber nachdachte, welche Schwierigkeiten wir trotz des Insulins haben, möchte ich nicht wissen, wie es ohne diesem Hormon wäre. Das haben wir, glaube ich, heute schon eindrucksvoll gesehen, was in den Anfängen alles passiert ist. Apropos Hormon, da gehen ja dann die Schwierigkeiten weiter. Im Jahre 2004 hatte ich ein Trainingslager, damals noch in Österreich, zusammen mit Nachwuchsathleten und auch anderen Sportarten. Ich bereitete mich auf die Olympischen Spiele in Athen vor. Und natürlich kam es vor, dass ich mich auch mal im Training mir die Korrekturspritze setzen musste. Und schon hat es die Runde beim Mittagessen gemacht. Die Gewichtheber, die dopen von den Jugendlichen, die spinnen, die sitzen, sie spritzen. Ein General, oder ich, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte er relativ viel Christbaumschmuck auf seinem Anzug. Des Bundesheeres hatte uns zugesehen, weil er einfach neugierig war, und hat logische Schlüsse gezogen, ohne zu fragen. Das habe ich dann als damals 21-Jähriger selbstbewusst und laut an seinem Tisch geklärt. Er wurde klein wie eine Kirchenmaus und mir war das dann eigentlich egal. Ich hatte als Sportsoldat nichts zu befürchten, denn ich war ja keiner. Weder in Österreich als auch später in Deutschland. Das nächste Thema, ich war untauglich. Ein topfitter Sportler, untauglich. Und über den Verdiensteingang von circa, naja, über die Jahre gerechnet 150.000 Euro brauchen wir nicht reden. Das Geld gab es und gibt es nicht für mich, obwohl ich es als Gewichtheber eben bitter notwendig hatte. Und das nur, weil mein Körper kein Insulin produzierte. Aber nicht nur im Sport war es schwierig für mich mit all den Ausnahmegenehmigungen bei Wettkämpfen und Dopingkontrollen. Führerschein ist ja auch so ein Thema. Kaum bestanden, begrenzt auf ein Jahr. Und mit Protest und einigen Arztbescheinigungen und Arztbesuchen wurde dann doch unbefristet bewilligt. Ich habe dann einfach ein paar andere Krankheitsbilder aufgezeigt, die gefährlicher sind im Straßenverkehr und keine Ausnahmegenehmigung brauchen. Da war es dann auch wieder gelöst und als hätten wir nicht schon genug Probleme und würden auch noch fahrlässig ins Auto steigen. Aber an dieser Stelle, glaube ich, genug gejammert. Es gibt vor allem auch die schönen Seiten, die Kinder mit Typ 1 Diabetes, die sich freuen, mich zu sehen, die Fragen stellen, weil sie wissen, ich habe die gleichen Probleme oder die Erfahrung und ja, ich habe die gleichen Probleme, aber die Erfahrung und das Wissen. Und das bekommen die Eltern auch gleich mit von mir. Und wenn die Eltern als Typ F
mal eben nicht mehr können. Dann gibt es auch noch die zahlreichen Diabetes-Camps, oder wir haben gerade das schöne Video gesehen. Und herzlichen Dank auch an dieser Stelle an Diabetes.de und die Deutsche Diabeteshilfe, dass solche Veranstaltungen möglich gemacht werden. Und in diesen Camps schaue ich natürlich auch ab und zu vorbei und die häufigsten Fragen zielen tatsächlich auf den Sport ab. Wie wurdest du Olympiasieger? Oder wie kann man als Diabetiker so schwer so viel trainieren? Das geht, aber ich möchte auf diesem Wege trotz aller Feierlichkeiten noch ein paar mahnende Worte mitgeben. Insulin kann viel und wir feiern es zu Recht, aber wir sollten es trotzdem umsichtig einsetzen. Gerade Sport hilft dabei, das zu transportieren. Denn die Kids fragen mich ja zu Recht, wie geht das, Olympiasieger trotz Diabetes? Das geht, aber nur mit Erfahrung. Um in Peking 2008 ganz oben anzukommen, war klar, ich brauche perfekte Zuckerwerte. Aber das geht nicht mit wahllos Insulinspritzen, indem ich sage, okay, ich spritze mir das alles weg. Zu viel Insulin heißt entweder Unterzucker irgendwann im Laufe des Wettkampfs und den hatte ich vor allem in der Anfangsphase meiner Sportkarriere. Da gab es einige kleinere Unfälle. Da ist dann jegliche Koordination weg und zu viel Insulin heißt aber auch, ich werde kurzfristig müde und abgeschlagen. So geschehen bei einer deutschen Meisterschaft, bei der ich dachte, na, ich esse noch mal ein paar Nudeln. Ich meine, ich habe 150 Kilo gehabt, das tut dann nicht sonderlich weh und korrigiere diese. Aber mir hat das Wissen gefehlt. Das Insulin war einfach nicht schnell genug verarbeitet und mein Mineralstoffhaushalt im Muskel war durcheinander und ich war schlichtweg das Müh zu langsam, um in der Schnellkraftsportart Gewichtheben zu bestehen. Für Peking bedeutete dieses viele Messen, das war an einem Tag mindestens 20 Mal, um optimale Blutzuckerwerte zu haben und möglichst wenig zu korrigieren. Weil es kam ja noch was dazu, das Insulin brauchte ich noch, falls das Adrenalin einsetzt. Und das ist ja unkalkulierbar. Der Blutzucker steigt. Und wann dieses Adrenalin bei Olympischen Spielen im Körper einschießt, ist schwer zu sagen. Sie können sich vorstellen, ich bin von frühmorgens um 7 bis abends einfach nervös. Also es gibt keinen Moment an einem Wettkampftag oder an einem Prüfungstag, haben auch viele Diabetiker, jetzt bin ich nervös, jetzt steigt der Zucker. Nein, es geht irgendwann los. Irgendwann schwitzen die Hände, irgendwann steigt der Zucker. Und deswegen muss ich da sehr behutsam damit umgehen, um nicht zu viel Insulin im Körper zu haben. In Peking bzw. in meiner Sportlerlaufbahn galt ich ja als kräftig. Das war ein Sportler, der ist kräftig. Nachdem ich aufgehört habe, gleich am nächsten Tag, galt ich als schwer adipös. mein BMI, der war weit über 40. Und Sie werden überrascht sein, der ist heute noch 31. Also ich bin immer noch fettleibig. So viel zur Definition. Und das Lustige war auch, eben als ich aufgehört habe und dann tatsächlich mir so ein schönes Stahlrad gekauft habe, durch Heidelberg gefahren bin, haben die ersten Leute, oh Mensch, Herr Steiner, Sie sind ja heute sportlich unterwegs. Das war ich die letzten 20 Jahre nicht. Also so ernst wurde man als Gewicht genommen, einfach nur stark. Aber macht nichts. Ich nehme mich trotzdem meiner Rolle an und bin als sportliches Vorbild unterwegs und die Leute sehen es heute noch nicht gern, dass ich früher auch schlank war, sondern der Dicke hat abgenommen, hat es geschafft und er hält sein Gewicht und er ist auch noch Diabetiker und das finde ich toll, weil ich kann ganz viel transportieren und möchte auch da eben viel weitergeben. Und ich möchte an dieser Stelle noch mitgeben, abnehmen geht, hat man bei mir gesehen, aber das geht eben nur über Insulin, indem ich es sparsam einsetze. Und das möchte ich an dieser Stelle noch mitgeben, weil ich glaube, wir haben auch ein wunderschönes Bild gesehen, 1921, das Mädel, das ist die Tochter des Außenministers, das innerhalb von ein paar Wochen 5 Kilo zugenommen hat. Ein wahnsinniger Erfolg und wir feiern das. Aber das Zunehmen mit erhöhter Dosis geht ja weiter. Da gibt es ja keine Grenze. Es ist schön, wenn man Leben retten kann und wenn man dann wieder einen Normalzustand, einen gesunden Zustand erreicht. Aber wir sehen auch anhand dieser Aussage, dieser kleinen Aussage, wenn wir es unbegrenzt einsetzen, dann geht es wieder in eine andere Richtung. Also auch das spielt in Zukunft eine große Rolle. Was aber nicht heißt, dass die Insuline nicht doch noch weiterentwickelt werden sollen und eben besser reagieren können, noch besser einzusetzen sind. Das finde ich eben großartig. Ich möchte eben an dieser Stelle noch mitgeben, nutzen wir das Insulin, seien wir dankbar, dass wir es haben, aber übertreiben wir es einfach nicht. Wir sind ja sowieso davon abhängig. Und schade, dass Herr Spahn nicht mehr hier ist, aber vielleicht trägt es ihn jemand weiter. Zum Thema Strategie, das ist mir nämlich jetzt gerade eingefallen. Wir brauchen eigentlich keine Strategie für die Krankheiten. Wir brauchen auch eigentlich keine nationale Diabetesstrategie. Sondern, was viel, viel wichtiger wäre, wir bräuchten eine Strategie für die Ursache. Weil die Ausrede war ja sofort, oder die Ausrede bzw. die Erklärung war sofort, ja, es kommen ja die Blutdruckpatienten, die brauchen eine Strategie. Nein, wir brauchen eine Strategie vorher. Denn
Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes, Bewegungsmangel, das alles hängt ja zusammen. Und wenn wir vorher die Strategie schon gehen und das gleiche Geld investieren in viel Bewegung, in ausgewogene Ernährung, auch das Chart, das ich jetzt gesehen habe, zweites Frühstück im Kindergarten, 10 Uhr, eigentlich überflüssig. Hatten wir vor ein paar Jahrzehnten noch nicht. Das sind die Themen, die wir angehen müssen. Das möchte ich nutzen. Das wird auch noch ein weiter Weg. Nichtsdestotrotz, ich bin glücklich, ich bin froh, das Insulin zu haben. Denn was ich heute gesehen habe, ich wäre schon längst nicht mehr unter Ihnen. Und ich glaube, das wäre schade, wenn wir uns alle nicht sehen könnten, oder? Herzlichen Dank an dieser Stelle. Dankeschön. Großartig. Ich habe sogar das Finale gesehen. Ich habe dich tanzen sehen. Also ich hätte nicht vermutet, dass du so eine Nacht vorher hattest und dann hast du so eine Leistung abgeliefert. Unglaublich. Und ja, du bist ein Vorbild für viele. Du hast 45 Kilo abgenommen. Ich weiß das selber, wie schwer es ist, Gewicht zu halten, auch wenn man es mir nicht glaubt. Aber wir haben das ja auch in der Corona-Pandemie erlebt, wie viele Menschen an Gewicht zugelegt haben, was schwerwiegende Erkrankungen nach sich ziehen kann. Also insofern gut, dass du da bist und den Menschen auch zeigst, wie es gehen kann und dass man es dauerhaft halten kann.